freue mich, in der vollen Halle mit euch Klagenfurter und Klagenfurterinnen einen Wahlauftakt zu feiern, der einfach der richtige Wahlauftakt ist, nämlich der für unseren Bürgermeister Harald Scheucher. Bitte einen Sonderapplaus. Wenn man durch Klagenfurt geht und wenn man weiß, im Vergleich zu den anderen Bezirksstädten, aber auch zu den anderen Landesstädten, Landeshauptstädten, in Klagenfurt hat sich sehr, sehr viel getan. Und das ist die Leistung der Kärntner Volkspartei, der Klagenfurter Volkspartei in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, begonnen mit Gucki und bestens fortgeführt mit unserem Harald Scheucher. Es gibt keinen besseren Bürgermeister und es wird auch keinen besseren in den nächsten Jahren geben. Die Leistungen sind sowieso sichtbar, das ist greifbar. Ob wir jetzt vom wunderschön ausgebauten Ring reden oder ob wir von der Entwicklung rund um die Universität bis zum neuen Hotel gehen oder wenn wir die Arbeitsplätze hernehmen, die vielen Betriebsansiedlungen, die großen Betriebsansiedlungen, wenn wir die Absicherung des Flughafens, des Lakeside Parkes sehen, wenn wir Loreto hernehmen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das ist nicht Zufall, das hat nicht der Himmel vorher herunterregnen lassen. In der Ursprungsdurchsetzung war es einzig und allein Harald Scheucher, der uns das alles gesichert hat. Die Klagenfurter Volkspartei war in den letzten Jahren unter der Führung von Bürgermeister Harald Scheucher die treibende Kraft, das Herz, der Motor der Stadt und der Garant dafür, dass für die Bürgerinnen und Bürger viele wertvolle Projekte umgesetzt werden konnten. Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger heißt auch Gewährleistung von stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen in unserer Stadt. Starke heimische Unternehmen sind die Basis für existenzielle Lebenssicherung. Unsere Menschen brauchen Arbeit und ein Einkommen, mit dem sie ein Auskommen haben. Wir sind es, und das ist heute ja schon zum Ausdruck gekommen, die Themen vorgeben. Wir sind es, die Positionen beziehen für die Zukunft, und wir sind es, die Verantwortung für diese Stadt tragen. Und die Themen, das ist heute schon gesagt, natürlich die Sicherheit, ein wesentlicher Punkt. Es ist die wirtschaftliche Entwicklung und damit die Arbeitsplätze ganz ein entscheidender und wichtiger Punkt. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist der Generationenpark in Weidmannsdorf. Das ist ein wirklich zukunftsweisendes Projekt. Dieses Projekt ist einzigartig in Österreich. Eine sehr moderne Form der früher intakt gewesenen Großfamilie. Wir werden dort 60 Wohneinheiten errichten. Gleichzeitig im Verbund wird dort eine Pflegestation errichtet, eine Seniorentagesstätte errichtet, eine Demenzstation errichtet und ein Kindergarten errichtet. Also viele Generationen unter einem Dach. Und das ist ganz das Entscheidende, dass dann Menschen, die älter werden, die pflegebedürftig sind, dass die dann dort verbleiben können, wo sie auch ihre Familien haben. Der Lakeside Park, das ist eine ganz entscheidende, wichtige wirtschaftspolitische Investition hier bei uns in Klagenfurt. Wir haben jetzt den Beschluss gefasst, die dritte Ausbaustufe zu realisieren. Das heißt, in Zeiten wie diesen werden dort in absehbarer Zeit 1000 Menschen beschäftigt sein. Und das sind Arbeitsplätze mit einer gewaltig hohen Wertschöpfung. Hier beim Lakeside Park wird aus Wissen Geld gemacht. Ganz eine entscheidende Geschichte ist die Jugendpolizei, die wir gemeinsam mit dem Landespolizeikommandanten hier aus der Taufe heben werden. Das werden Polizistinnen und Polizisten sein, die insbesondere mit Jugendlichen zu tun haben werden und ganz eine wichtige Aufgabe haben werden im Bereich der Drogen- und Gewaltprävention. Das ist Zukunft, wichtig für das Lebensgefühl in unserer Stadt. Wenn irgendwo die Kritikaster auftreten und sagen, ja, der Scheucher und seine Projekte, dann werden sie gefragt, was meinen Sie, da kommt das Stadion. Liebe Freunde, dieses wunderschöne Stadion hat der Stadt Klagenfurt, und das muss ich heute wirklich in aller Deutlichkeit und in aller Bestimmtheit sagen, hat der Stadt Klagenfurt keinen Cent gekostet. Ihr könnt euch erinnern, als wir dieses Schloss gekauft haben, welchen Anfeindungen ich dort ausgesetzt gewesen bin. Ja, ein Wahnsinn, so viel Geld wird dafür ausgegeben. Das war aber richtig, weil diese Entscheidung war eine Entscheidung für Generationen hinaus. Die Stadt hat ein effektives Vermögen von 430 Millionen und Schulden von 90 Millionen. Wir sind also hochweis. Und das gehört genauso draußen getroffen.
Die Bildungseinrichtungen haben wir auf einen hohen Standard. Dazu kommen die Fachschulen, die eine Gründung der jüngeren Zeit sind. Wir sind auch eine Kindergartenstadt. Denn die größte Abteilung in unserem Magistrat, personenmäßig, das sind die Kindergärten. Und wir haben in der letzten Zeit 50 neue Kindergärtnerinnen aufgenommen, um eben den Anspruch sicherzustellen, dass jedes Kind in unserer Stadt seinen Kindergartenplatz hat. Wir können der Wahlauseinandersetzung, denke ich einmal, durchaus mit Zuversicht entgegensehen, aus zwei Gründen. Und die sind für mich ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite haben wir wirklich eine solide Erfolgsbilanz vorzulegen. Und auf der anderen Seite, und das, liebe Freunde, ist entscheidend, das ist, wir sind eine geschlossene Kraft. Das ist wichtig. Das ist auch das Signal für die Zukunft. Den Streit, den Hader, den Zank, die Uneinigkeit, die lassen wir den anderen über. Ich werde sehr oft gefragt, zu launisch, kann der Bürgermeister gegen das Wetter irgendwas ausrichten? Nein, liebe Freunde, er kann es nicht, er kann das wirtschaftliche Tief nicht aufhalten, er kann gegen den Regen nichts machen, aber eines kann er. Er kann dafür Sorge tragen, oder wir alle, so viel wie möglich Regenschirme aufzuspannen, sodass wir uns dadurch vor dem Regen schützen. Ernsthaftigkeit, Tatkraft, Entschlossenheit, Erfahrung, das sind heute Kategorien, die einfach notwendig sind. Und ich möchte diese Elemente wie bisher wieder in die Politik, in der Zukunft und für unsere Stadt einbringen. Gerade in schwierigen Zeiten kommt es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen und mit sicherer und ruhiger Hand zu agieren. Wir haben ein hervorragendes Programm und wir haben, und darauf bin ich wahnsinnig stolz, wie keine andere Partei, wir haben ein super, super Team. Der Einsatz für Klagenfurt lohnt sich. Das kann ich euch von dieser Stelle aus hier versprechen.